Zuerst möchte ich euch ein bisschen was von meiner Mutter erzählen. Und zwar ist sie als Kind einmal sehr krank gewesen, hatte sehr hohes Fieber, lag in ihrem Bett und spürte nach einiger Zeit, wie sie sich aus ihrem Körper erhob, also eine außerkörperliche Erfahrung gemacht hat. Und schwebte halt über ihrem Körper, konnte sich sehen, fühlte sich recht wohl, war alles in Ordnung. Dann ging die Tür auf und meine Oma, also ihre Mutter, kam herein und sie hatte das Gefühl, als würde sie mit Gewalt wieder in den Körper zurückgezogen und das fühlte sich sehr unangenehm an. Das war quasi der Startschuss zu ihrer Karriere, was so Sachen angeht, ja, Kontakt mit dem Jenseits. Sie war da immer recht empfänglich für. Und da gibt es noch eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, nachhaltig. Und zwar hatte meine Mutter immer ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Ur-Ur-Oma. Hat da oft ihre Zeit verbracht, übernachtet, wie das halt so ist. Und irgendwann, als sie halt noch ein Kind war, hat sie meiner Ur-Ur-Oma das Versprechen abgenötigt, dass sie, wenn sie mal gehen sollte, sprich sterben sollte, sollte sie meiner Mutter unbedingt Bescheid sagen vorher. Und meine Ur-Oma hat darauf etwas verständnislos reagiert, hat das dann aber so hingenommen, ja okay, wenn dir das so wichtig ist, dann von mir aus so, aber das nicht weiter ernst genommen. So vergingen die Jahre und irgendwann war meine Mutter dann erwachsen und ich war dann auf der Welt und wir haben dann uns auf ein Abenteuer eingelassen und sind dann nach Australien ausgewandert. Ich bin vielleicht ein, zwei Jahre alt gewesen und ja, meine Ur-Ur-Oma war dementsprechend alt, kam dann in Deutschland irgendwann mal auch ins Krankenhaus, weil es dem Ende zuging und ja, meine Oma, also die Enkelin meiner Ur-Ur-Oma und mein Opa haben dann geschlafen in der Nacht und dann irgendwann wurden sie nachts wach, weil sie ein permanentes Klopfen an der Wand gehört haben. Konnten sich aber nicht erklären, wo das herkam. Sie sind aufgestanden und geguckt, wer klopft denn da? Sind die Nachbarn nicht ganz dicht oder was? Und ja, fanden das merkwürdig und sind dann irgendwann wieder schlafen gegangen. Am Tag drauf, denn im Laufe des Vormittags bekamen sie dann Bescheid, dass meine Ur-Ur-Oma verstorben war im Krankenhaus. Waren natürlich alle sehr traurig. Meine Tante kam dann auch irgendwann dazu. Meine Tante war Krankenschwester in dem Krankenhaus, wo meine Oma gelegen hatte, meine Ur-Ur-Oma. Und ja, dann sprach man so über dieses und jenes und irgendwann wollte man sich dann wahrscheinlich ablenken und das Thema wechseln, vielleicht auch so ein bisschen, um zu verschnaufen. Und dann erzählten meine Großeltern halt meiner Tante von dem Klopfen in der Nacht. Und da guckte meine Tante dann ganz merkwürdig und sagte, ja, das ist ja lustig, weil bei der Übergabe haben mir die Nachtschwestern halt erzählt, dass die Zimmernachbarn meiner Ur-Oma sich beschwert hätten, dass sie in der Nacht ständig an die Wand geklopft hätte. Ja, das war ein sehr merkwürdiger Zufall. So. Und dann auch natürlich so ungefähr die Uhrzeit, wie meine Großeltern beschrieben haben. Und naja, jedenfalls ungefähr zur gleichen Zeit, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen eher tausende Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Erde, war gerade Nacht und meine Mutter schlief und hatte einen Traum von meiner Ur-Ur-Oma, wie sie quasi in ihren besten Jahren, also gesund, nicht ganz so alt, wie als sie sie verlassen hatte quasi, und auf sie zukam und einfach winkte, lächelte und dann sich umdrehte und ging. Also nichts Bedrohliches, einfach Hallo, so, ich sag dann jetzt mal Tschüss und alles ist gut und ich gehe dann jetzt mal. Und meine Mutter wachte auf und hatte den Gedanken gleich im Kopf. Oma ist tot. Oma ist gestorben. Und ja, saß dann quasi so ein bisschen wie auf heißen Kohlen und kam dann tatsächlich dann im Laufe des Morgens oder wann auch immer die Zeit war, wegen Zeitverschiebung oder so, ja, kam dann das Telegramm von ihren Eltern, dass meine Ur-Ur-Oma gestorben ist.
meine Mutter hatte vermutlich mehr Vorahnung, Träume oder was auch immer, Begegnungen, als sie mir erzählt hat. Oder vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr, aber eine Geschichte weiß ich auch noch, wie sie mir erzählt hat. Und zwar haben die ganzen, ich meine, dieses Feinfühlige hat vermutlich auch dazu geführt, dass sie sich natürlich auch so ein bisschen für Esoterik und Hexentum interessiert hat. Und hatte eine Freundin, die war tatsächlich eine Hexe. Sie wohnte lustigerweise auch in einem Hexenhaus. Also es wurde jedenfalls in der Stadt, hieß dieses Häuschen halt immer das Hexenhaus. Sah auch genauso aus, steht auch immer noch, sieht immer noch aus wie ein Hexenhäuschen. Ja, und die hat sie vielleicht so ein bisschen eingewiesen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatten die beiden in ihrem Freundeskreis auch noch eine Freundin, die wurde von ihrem Mann geschlagen, unter anderem. Und das konnten sie halt nicht so auf sich sitzen lassen, da ist jetzt ein bisschen blöder Ausdruck, aber sie wollten sie beschützen und da rausholen, denke ich mal, und deswegen haben sie ein Ritual veranstaltet eines Abends, und meine Mutter hat mir von diesem Ritual so angerissen erzählt. Also ganz grob war es irgendwie eine Kerze, die eine große Kerze, die in der Mitte stand, und alle Anwesenden hatten eine lange Nadel. Und ich glaube, die Nadel wurde ins Feuer gehalten, dann wurde irgendwas erzählt, gemurmelt, beschworen, ich weiß es nicht. Und dann zum Abschluss wurde die Nadel in diese Kerze gerammt. Und wie es der Zufall so will, der nette Mann hat sich einige Zeit später in einem Wald erhängt. Gut, er war Alkoholiker, er war psychisch krank, so. Also ich schieb es dann mal eher darauf. Das war quasi die logische Konsequenz aus dem Ganzen. Und naja, aber es ist halt schon ein bisschen gruselig. Mit diesem Hintergrundwissen noch. Ja, wenn irgendein Familienmitglied ins Krankenhaus kam unter ernsteren Umständen, da musste man eigentlich auch nur meine Mutter angucken, um zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Sie hat immer versucht, sich immer so ein bisschen zurückzunehmen und, ne, aber man hat, also ich habe ihr auf jeden Fall irgendwie immer angesehen, dass sie genau, also ich konnte immer sehen, wenn es halt nicht gut ausging. Ja, eine Geschichte ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, und zwar ist da der Vater meines Stiefvaters ins Krankenhaus gekommen, zum mehrfachen Male, und wegen Lungenkrebs, und sah halt nicht gut aus. Ich glaube, der hatte eine Lungenentzündung dann auch noch, und dann ist er eh schlecht. Naja, und dann kam er halt ins Krankenhaus, und meine Mutter hat dann wieder geträumt, und da war eigentlich nichts, also es war eigentlich schwarz, so, und sie hat eigentlich nur eine Stimme gehört, die gesagt hat, er wird das Krankenhaus nicht verlassen. Und dann wachte sie auf und wusste, alles klar, da ist jetzt Ende. In der nächsten Geschichte geht es um meine jüngere Schwester. Und zwar sind wir irgendwann mal in ein Dorf gezogen von der Stadt. Und wie das dann halt so ist, die Dorfjugend trifft sich und sitzt zusammen, macht irgendwas, zieht um die Häuser, was auch immer. Und da ist sie halt mit 1, 2, 3 Freundinnen abends mal losgezogen, und dann sind sie an einem Haus vorbeigekommen. Da gab es Gerüchte, Geschichten drumherum, dass wenn man da irgendwie nachts oder abends, keine Ahnung, zu irgendeiner Zeit halt vorsteht und auf ein bestimmtes Fenster guckt und dreimal den Namen Schwarze Johanna sagt, dann erscheint halt die Schwarze Johanna in diesem Fenster. Und ja, gab wahrscheinlich noch mehr Hintergrundinfos, aber die weiß ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall dreimal Schwarze Johanna und dann erscheint die Schwarze Johanna am Fenster. Und wie das so ist, wenn man jugendlich ist und Langeweile hat, dann stellt man sich halt abends dann halt vor dieses Haus. Und das haben die Mädels dann auch gemacht. Und ja, dreimal Schwarze Johanna gesagt. Und zur Überraschung aller erschien
tatsächlich ein Gesicht am Fenster und meine Schwester sagte, die sind danach wirklich schreiend weggelaufen, weil das wohl so schrecklich ausgesehen haben muss. Also die waren wirklich zu Tode erschrocken, allesamt, haben die Beine in die Hand genommen und sind gerannt, haben sich dann irgendwo noch, keine Ahnung, sicher irgendwo hingesetzt und bestimmt das alles nochmal besprochen. Habt ihr es auch gesehen? Ja, sicher, oder? Oh mein Gott. Und haben dann auch die nächste Zeit dieses Haus gemieden und haben immer einen großen Umweg drum gemacht. Die nächste Geschichte ist nicht direkt paranormal, würde ich sagen, aber wenn man das jetzt so sieht, dann finde ich das von meiner Mutter jetzt auch nicht sonderlich paranormal. Das fällt bei mir dann auch eher unter Instinkt und sowas. Und ja, jedenfalls, als wir noch auf dem Dorf wohnten, da gab es oft viel Stress zwischen meinem Bruder und meinem Stiefvater. Und eines Tages nach einem Streit ist mein Bruder abgehauen. Ich glaube, er war 16, 15, 16 muss er gewesen sein und ja, war auf einmal verschwunden und kam einfach über Stunden nicht nach Hause. Und ich habe dann mit meinem damaligen Freund ja angefangen zu suchen, bin dann durchs Dorf, habe dann da seine Freunde gefragt, keiner wusste Bescheid. Ja, und dann irgendwann dachte ich, ja gut, dann lass mal denn in die Stadt, weil ich da noch einen Freund wusste, den er hatte. Ich war mir aber nicht sicher, ob er zu dem überhaupt noch Kontakt hatte, weil er inzwischen ja auch die Schule gewechselt hatte durch unseren Umzug ins Dorf. Und dachte, hatte irgendwie, ich musste das einfach, das war so die Möglichkeit, der musste ich einfach nochmal fragen oder wenigstens mal gucken, ob er da denn ist. Allerdings wusste ich nur ganz ungefähr, wo er wohnt und ich wusste auch nicht, wie sein Nachname ist. Ich wusste nur, er hieß Basti. Mehr wusste ich nicht. Und ich wusste ungefähr, also ich wusste die Straße, aber das Haus wusste ich auch nicht. Und also wir haben uns wirklich alle große Sorgen gemacht, weil, naja, wir hatten halt Angst, dass mein Bruder sich was antut. Und deswegen standen wir so ein bisschen auch unter Zeitdruck. Und wir sind dann halt in die Stadt gefahren, halt zu dieser Straße. Und ich war relativ verzweifelt. Ich dachte, oh Gott, jetzt suchen wir uns hier gleich zu Tode. Aber aus irgendeinem Grund habe ich ein bestimmtes Haus direkt angesteuert und auf direkt eine Klingel gedrückt. Und es war wirklich, mein Bruder machte quasi die Tür auf. Also, beziehungsweise sein Freund machte die Tür auf und mein Bruder stand dahinter. Das war ein einmaliger Glücksgriff und ja, war ich sehr erleichtert, dass ich meinen Bruder so schnell gefunden hatte. Das Erlebnis ist ungefähr 12 Jahre her. Da wohnte ich in einem Mietshaus mit 5 anderen Mietern. Wir kannten uns alle und haben auch mal zusammen gegrillt und so. Und das war wirklich von bis, also von Rentenalter bis halt Studentin aus Azubi und so weiter. Und eines Abends habe ich bei unserem Hausmeister, mit dem ich mich gut angefreundet habe, der war halt schon Rentner eigentlich, hat aber immer noch so leise vor sich hingearbeitet. Und ja, bei dem habe ich dann abends mal gesessen. Haben ein bisschen geschnackt und auf einmal hörte ich ein Baby schreien und fragte dann meinen Nachbarn, dann ich sag, hier, hörst du das? Und er war leider ziemlich schwerhörig, er hat es natürlich nicht gehört, hat ja auch immer den Fernseher laut gemacht bis zum geht nicht mehr und ich habe dann auch den Fernseher, ich habe den Fernseher ausgemacht, weil ich dachte, naja, vielleicht höre ich das im Fernsehen oder keine Ahnung, habe den ausgemacht, ich habe es immer noch gehört. Ich sage, da weint ein Baby ganz vehement, wirklich, das hört auch nicht auf, so, was ist da los, so, wo kommt das Baby her, das kann doch nicht angehen, hier ist doch keiner mit Baby, wie kann das angehen, dass hier ein Baby schreit? Und hab dann auch gelauscht, wo das herkommt und stand dann letzten Endes in seiner Küche an der Wand, die zum Wohnzimmer geht und dachte, es kommt vom Wohnzimmer, aber wenn ich im Wohnzimmer war, kam das aus der Wand, die halt zur Küche kam. So, es kam da aus der Wand. Und es war wirklich, also bestimmt eine Stunde hat dieses Baby geschrien. Und
ich konnte mir einfach nicht erklären, wo dieses Geschrei herkam, weil es, wie gesagt, in dem Haus, da war kein Baby. Es kam aus einer Wand, das einfach nicht sein konnte. Und das nächste Haus war halt, ja, ein paar Meter weiter. Das war absolut gruselig. Und vor allem hat mich das halt wahnsinnig gemacht, dass mein Nachbar das nicht gehört hat. Und meine anderen Nachbarn waren leider nicht da, dass ich die hätte rüberholen können und hätte fragen können, hier, hört ihr das jetzt auch? Bin ich jetzt verrückt geworden oder was? Aber also, wenn ich nur dran denke, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Jeder hatte ja auch mal ein Déjà-vu oder so. Und ich habe die auch öfter mal, vor allem früher hatte ich die sehr oft. Allerdings nicht so wie, das habe ich doch schon mal erlebt, sondern eigentlich immer so, das habe ich doch schon mal geträumt. Und das Lustige dabei ist, das waren immer total belanglose Quatschsachen. Also ich bin irgendwo spazieren gegangen und kam an einem Busch vorbei und dahinter war eine Bank und dahinter stand eine bestimmte Blume, ich weiß es nicht. Und dann, ah, genau davon habe ich geträumt. Ja, toll. Es ist aber dann auch nichts Weltbewegendes danach passiert oder so. Also, das waren immer so eine Sachen, so zufällige Kleinkramsachen, auch Gesprächsfetzen, wo man so dachte, ja, toll, warum träumst du sowas denn? Also, das ist so belanglos. Und ein einziges Mal hatte ich das tatsächlich, dass es auch mal von Nutzen war. Wobei ich das wahrscheinlich auch erst hinterher gemerkt habe. Und zwar bin ich da umgezogen, und zwar in eine WG zusammen mit meinem Cousin und seinem Freund. Und wir sind alle zum selben Tag in diese Wohnung eingezogen. Und ich bin halt schon mit meinen paar Sachen da rein und hab dann noch so ein bisschen vor mich hin. Ich glaube, ich habe Teppiche rausgerissen und keine Ahnung. Und die Jungs wollten dann halt in ihre alte Wohnung und die Sachen holen. Und die hatten eine Einzimmerwohnung und ich dachte, naja gut, das kann ja denn nicht so lange dauern, wenn die zu zweit sind und noch jemanden zum Packen mit haben und eine Einzimmerwohnung rausräumen sollen. Und ich habe den Teppich rausgerissen und ich habe den ganzen Klebkram vom Boden geschrubbt und ich habe dann noch abgewaschen und ich habe dann noch dieses und ich habe dann noch jenes. Und alles Mögliche und irgendwann hatte ich wirklich nichts mehr zu tun und ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen sind. Und ich dachte, wann kommen die denn mal? Und eigentlich hätte es mir total egal sein sollen können, aber die Jungs sollten den Transporter, ich glaube, in einer Stunde oder so wieder abgeben und die waren, wie gesagt, noch gar nicht da und der muss ja noch ausgeladen werden und da muss man ja dann auch noch wieder zum Verleih hinfahren und so. Also ich wurde ein bisschen nervös, obwohl es mir hätte egal sein können, aber egal, ich bin dann da hingefahren zu der alten Wohnung und da stand dann auch der Transporter und der Helfer stand dann rauchenderweise vorm Transporter und da war dann ein Schrank drin und ich dachte auch nur, wow, ihr seid ja richtig weit gekommen, war richtig sauer und dachte nur, die kriegen doch jetzt eine Strafe aufgebrummt oder keine Ahnung, das kann doch jetzt nicht sein. Und muss dazu sagen, bin auch noch nie in diesem Haus gewesen, bin wirklich zum allerersten Mal dahin gefahren, hatte halt die Adresse. Und ja, sollte da halt hin und bin dann nur, hab dann halt diesen Helfer angemotzt, was er da so unproduktiv da neben dem Van steht und raucht. Und bin halt ins Treppenhaus reingehetzt und ja, da stand dann irgendwie oben auf der Treppe so ein Typ, der irgendwas von mir wollte. Ich fragte ihn hier, kennen Sie den und den? Wo wohnen die? Und er konnte mir auch nicht wirklich helfen, weil total besoffen. Dann stand ich halb auf der Treppe, dann kam der sehr hilfreiche Helfer mir hinterher mit seiner Zigarette und wollte noch irgendwas loswerden, aber da hat dann der Besoffene gemeint, ja nee, du kannst ja nicht rein mit deiner Zigarette. Und dann haben die sich halt unterhalten und ich dachte, oh, nee. Und bin dann einfach nur die Treppe hoch und wusste, wie bei meinem Bruder damals, genau wo ich hin musste. Zack, zack, zack. Irgendwie, aha, ich muss jetzt, ich weiß nicht. Ich bin einfach gegangen und stand auf einmal in der Wohnung und hab den erstmal den A aufgerissen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ohne Flachs jetzt, wir haben es tatsächlich geschafft, den Transporter rechtzeitig abzugeben.
Frauerpower, sage ich da nur. Aber egal, ich komme vom Thema ab. Jedenfalls, ich habe diese Geschichte. Ich habe geträumt von einem Treppenhaus. Ich komme rein, da steht eine Gestalt auf der Treppe, die irgendwas zu mir sagt. Und ich drehe mich um und da steht noch jemand, der auch irgendetwas sagt und gehe halt diese Treppe hoch. Das habe ich geträumt. Und ich dachte auch, als ich aufwachte, wow, was für ein interessanter Traum. Aber als ich halt diese Geschichte erlebt habe, fiel mir halt dieser Traum wieder ein. Und ja, was das Gehirn so für lustige Sachen macht und was auch immer das sollte, was für einen tieferen Sinn, das hat wahrscheinlich gar keinen. Aber naja. Das nächste Erlebnis ist passiert, oder habe ich erlebt, als ich circa 13, 14 Jahre alt war. Wir haben zu der Zeit recht zentrumsnah in der Stadt gewohnt. Auch in der Nähe von einem großen Platz, wo dann auch mal der Zirkus kam oder der Jahrmarkt halt, die Kirmes, wie auch immer das woanders heißt. Und das war ein Septemberabend. Es wurde schon relativ früh dunkel, also so gegen 7:30 dämmerte es. Und wir hatten eine Altbauwohnung und die Fenster waren recht hoch mit einer breiten Fensterbank, sodass man sich da reinstellen konnte oder halt reinsetzen. Richtig cool. Und ich habe das an diesem Abend halt auch gemacht. Ich saß am Fenster und habe in den Himmel geguckt, konnte den Jahrmarkt halt gut hören, der gerade zu der Zeit halt in der Stadt war. Und habe einfach so in den Himmel geguckt und den lauen Sommerabend genossen. Und auf einmal tauchte am Himmel, das muss schon vorher da gewesen sein, als bevor ich da hingeguckt habe, war da halt am Himmel eine fast kugelrunde Erscheinung zu sehen. Die war knallrot, dunkelrot fast und in der Mitte so eine Kette aus gelben, hellgelben Lichtern. Und das schwebte ungefähr, also es waren, weiß ich nicht, 800 Meter von mir entfernt ungefähr, schätze ich jetzt mal. Und dann natürlich in der Luft. Und ich vermute, das war hinter diesem Platz, wo halt der Jahrmarkt war, noch ein Stück weiter war ein Naturschutzgebiet. Und darüber, schätze ich, hat sich das Ding befunden. Ich habe keine Geräusche gehört natürlich auf die Distanz, habe das nur bewegungslos am Himmel stehen sehen, habe das angestarrt und dachte nur, was ist das denn? Und mit einem Mal fing sich das Teil an zu bewegen und zwar wirklich ruckartig in fast jede Richtung, stoppte dann wieder in die andere Richtung, dann hoch und runter, kreuz und quer und ist dann aus meinem Blickfeld, zack, mit einem Affenzahn verschwunden. Ja. Ich habe dann noch eine ganze Weile am Fenster gesessen, gestanden, den Himmel abgesucht, ob das Teil wiederkommt. Habe mich gefragt, was war das natürlich? Und habe dann auch überlegt, soll ich das jetzt meinen Eltern erzählen oder meinem Bruder oder meinen Schwestern? Nee, lass mal, keine Ahnung. War mir dann unsicher, hat mich ja dann aber nicht losgelassen. Und so nach einer halben bis dreiviertel Stunde bin ich dann wieder ans Fenster und hab dann nochmal geguckt, inzwischen war es dunkel, aber wolkenloser Himmel. Und ich habe dann wieder in den Himmel geguckt, ob da irgendwas Rotes vorbeifliegt oder sonst irgendwas Ungewöhnliches. Hab dann aber eine Zeit lang auch wirklich gar nichts gesehen, bis mir dann irgendwann auffiel, dass da so ein paar Sterne, jetzt nicht unbedingt ins Sternbild, das ich da gerade vor mir hatte, passen wollten. Und die bewegten sich auch. Also es waren mehrere und die liefen durcheinander, wie Käfer, sag ich jetzt mal so. Die bewegten sich zwar alle in die gleiche Richtung, aber liefen halt dabei durcheinander. Und ja, da dachte ich dann auch nur, was ist das denn jetzt schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Und konnte mir wirklich nicht erklären, was das war. Hab dann natürlich überlegt, war das jetzt das runde Ding? Kann das irgendwie ein Luftballon gewesen sein, der in Wirklichkeit nicht so weit weg war oder so? Aber der kann ja auch nicht so fliegen. Und es war wirklich ein lauer Sommerabend. Da war keine Böen oder irgendwas, das ein Luftballon derart durch die Gegend wirbeln kann aus dem Nichts. So, und
Ja, weil mich das Ganze auch wochenlang wirklich nicht in Ruhe gelassen hat, habe ich mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe dann so ein Institut oder so ein für UFO-Sichtungen und so weiter, wo man sich dann melden kann, wenn man sowas gesehen hat. Da habe ich dann hingeschrieben, habe sogar eine Zeichnung angefertigt mit diversen Details und Informationen und bekam dann auch tatsächlich nach ein paar Wochen Antwort. Das rote Ding, das sollte ein Wetterballon gewesen sein, vermutlich. Wussten jetzt auch nicht so genau, aber könnte sein. Und das andere, das waren vielleicht Vögel, wo das Licht irgendwie von den Flügeln und vom Bauch reflektiert wurde. Beim zweiten kann ich sagen, okay, das kann vielleicht sein, weil der Jahrmarkt, wie gesagt, gerade in der Stadt war und einige Karussells, sie haben ja irgendwelche wilden Laserstrahlen, wollte ich jetzt fast sagen, Scheinwerfer, die dann auch in den Himmel mal leuchten. Und wenn da jetzt eine Gruppe Vögel vorbeifliegt, kann das natürlich sein, dass da irgendwie dann so komisch das Licht reflektiert wird. Ich weiß auch nicht, aber das war kein Wetterballon. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das sah einfach zu krass aus. Und wie gesagt, auch die Bewegung, es war groß und halt weit weg. Ja, also wie gesagt, bis heute keine befriedigende Erklärung auf diese Sichtung gefunden.